Ich möchte die Familie Seele und alle herzlich willkommen heuten in diesem zweiten Abend von unserer Reihe Abends, was die geplant haben. Ich möchte auch der Herr von dir, war sein Wort segnen und auch so viel hier in der Ferien, dort die vernehmen, was wir uns vernehmen dann in diesen Abenden, dort wir dort wollen ausführen. Das sagt dem Prediger Salomo, bis am dort zu bestätigen, was wir hier in der Ferien, im Prediger Salomo, der 5. Kapitel, Verse 3 in Feuer, du sagst, dass wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Narren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Also der Chef sagt, dass später du merkst kein Versprechen zu Gott, als dass die allerhand Versprechungen merken das und das nicht einholen das. Ich würde so in ihr Städten, in so einer Motto sprechen, zu dort, was wir hören, dort wir würden treu sein, in dort, was wir Gott beloft und versprechen haben. Das Thema von Del Soves habe ich so genannt, Gottes Geschenk für den Menschen. Gott hat uns Menschen so sehr und so reichlich beschenken, dass wir gar nicht wieder verfangen, das zu erklären. Das ist allmählich. Aber trotzdem, wenn wir uns von Del Soves nennen lassen in das Geschenk, was Gott uns, ich sage mal so, beschenken hat oder beschenken will. Das sind zwei ganz, ganz verschiedene Dinge. Das kann sein, dass einige von dieser Versammlung das Geschenk Gottes noch nicht angenommen haben. Und dort werden wir von dir so etwas so ein Motto sprechen. Wenn du dort erkennst, dass du das Geschenk Gottes noch nicht angenommen hast, dass du das verstehst. Weil wir wollen eine Zeit beleben, dann wird das Geschenk nicht mehr zu haben sein. Dann wird Gott dort treitragen und dort erst du, wo die Zeit von den Gnaden wird aufgerannt sein, oder du, wo du wirst den letzten Odem ütpüsten, oder du, wo das Welt irgendwo sein, wo nicht mehr wird die Gelegenheit sein. Und dann wird wir dort beschoden. Ich wollte dir sagen, die Menschen, die eine Hall wollen verbringen, die wollen dort alle Schwanste, was sie wollen haben, dort erst dort, dort sie dort wollten, sie haben eine Gelegenheit. Dort Geschenk Gottes, dort wie auch krank für mich du. Gott hat für mich dort auch gemerkt. Ich habe dort können angenommen haben, aber ich habe dort nicht getan. Ich habe dort immer aufgeschoben, ich habe es immer wieder geschoben und ich habe es nicht wichtig genug angesehen. Und du wirst erst die Zeit einfach vorbei. Das wird ein Mensch sich in aller Ewigkeit keinmal vergeben können. Das wird er sich selbst keinmal vergeben können, dass er den großen Selbstbetrug belebt hat. Dass er sich selbst betrogen hat, dort nicht angenommen zu haben. Und was wir in so einem Menschen, wenn wir dort angenommen haben, die sind so ungemein rick. Ich sehe das, ich funke euch wieder, das zu erklären. In so einem Menschen, der dort angenommen hat, der ist nicht arm. Der hat den geradsten Reichtum, wo ein Mensch jemals in sein Leben kann haben, den hat er. Mir jammert das Fern über Menschen, wenn ich das sage, dass er dort täglich knapp geht im Irdischen, dass die vielleicht nicht so reich zu essen haben, nicht, vielleicht nicht zum Doktor haben, oder dass das Leben äußerlich ziemlich sehr kompliziert oder schwierig ist. Mir jammert das manchmal über so einen Menschen. Und ich wollte dir sagen, ich weiß nicht, ob du so einer bist, aber wenn du so einer bist, der Reichtum in Jesus, den geht mit kein irdischen Reichtum nicht mal in Bäschen zu vergleichen. Überhaupt nicht.
Das Leben auf dieser Erde ist ganz kort. Wir sind sowieso, sei wie Bolte eng, die Jahre der Vergehen so busig. Und dann wird der wahrliche Reichtum, dann wird es so ein Wert, so ein Unterschied mehr. Das merkt auch in diesem Leben den Unterschied, aber ganz besonders in der Ewigkeit. Wird ihr nicht einmal du wie Menschen dort, das dort anchecken, dass Jesus uns was schenken will. Oder ich sehe das all, fern du wie den Reichtum oder das Geschenk, was Gott uns überreden will, soll er gering schätzen. Und wenn ich dort bloß nicht annehme, wenn ich bloß sage, ich will dort nicht, ich brücke dort nicht, ich war Luther, ich habe nur noch so viel, was mir in diese Welt Janka, zu genießen, ich will dort Geschenk Luther annehmen, dann du wie dort soll er gering schätzen. Ich weiß nicht, ob hier im Mulhansum belebt, dass die ihn extra angestrungen haben, vielleicht für jene Kinder oder für irgend sonst wem ein Geschenk rette mehr. Vielleicht habe ich mal so belebt. Aber du hast gedacht, dass du sehr viel angespannt hast, wenn du dem so läuft hast, nur Janke, die dem mal mit einem besonderen Geschenk zu beschenken. Und dann, wenn du mit dort Geschenk ankommst, dann würden die bloß Dreck haben. Dann würden du vielleicht mit den Pfoten anschlagen. Und sagen, ich will dort nicht. Ich brauche dort nicht. Ich habe dort viel betret. Wer hat mir so belebt? Dort das war ich nicht. Ich komme mir dazu feststellen, dass wir uns sehr geschmerzt fühlen, sehr nichtsachtig fühlen, wenn wir so beleben. Und ich wollte Ihnen sagen, wir können im Vergleich mit dem Geschenk, was Gott für uns Menschen reingemerkt hat, kein Geschenk reingemerkt. Weil Gott hat das Geschenk reingemerkt für die Menschen. Und die Menschen, die sagen, no, okay, ich will das gleich, mir fehlt das gleich. Ich vertusche mein Leben ab dieser Ehr, das irdische, fleischliche, weltliche, sündliche Leben, seine allmählich Reue zu vertuschen für das Geschenk. Dort ist dort nichts achtig. Und wenn du so eine Person bist, dann begehst du den geradsten Selbstbetrug, wo der Mensch jemals was beleben kann. Selbstbetrügen, selbst unschmieren. Ich komme so eine Versammlung aus dort, leicht in drei Gruppen einteilen. Ich will dir mal sagen, du kannst selbst prüfen, in welcher von den drei Gruppen du bist. Die erste Gruppe, das sind die, welche du überhaupt nicht wahr geboren sind. Das sind Weltmenschen. Das sind so eine Menschen, die bis zu dieser Welt gehören. Das sind nicht wahr geborene Menschen. Die leben so zu den Gleichen, die leben für sich, die leben für den Teufel und meinen vielleicht, dass jetzt scheint und ich bin zufrieden mit dem Leben. Vielleicht sind auch viele nicht zufrieden. Also dort sind die eine Gruppe Menschen, die nicht wahre geborene Menschen. Dann sind du vielleicht die andere, die sind vielleicht einmal wahre geboren, die haben Jesus mal angenommen, aber durch eine Umstände sind die mutlos geworden. Haben die nur gejäft im Kampf, im Beleben vielleicht beständig immer wahre Niederlagen und sind ganz armutig im jässlichen Leben, der ist den Mut verrutscht. So eine Menschen jäftet auch viel. Vielleicht bist du ein von den Menschen. Dann jäftet aber auch die dritte Gruppe. Dort sind die wahre Geborene, wollen du mutig und treu und abrechtig dem Herrn nur folgen. Antwort du selbst, zu welcher Gruppe du gehörst. Und ich möchte können zu all den verschiedenen Menschen, ab von der Leo, immer du stehst, von der ein Wort für dich haben. Und die wird schon in deinem Leben ein Nutzen sein. Ich will dir mal eine kurze Geschichte vertellen, wenn wir denken an das Geschenk Gottes, dass Gott kommt mit einem Geschenk zu den Menschen. Du wirst mal eine Wettfrüh
die lebt in einem gepachteten Haus. Sie muss immer beständig jeden Monat rentol. Was sage ich das hier? Anyways, sie muss das vertolen, für das sie dann leben können. Und er ging dort sehr knapp. Sie hat vielmal gut Geld, um den Rent immer zu tun, wenn es ist wie. Und dann wie die Prediger zu der Kirche, die kriegt dort mehr, dass diese Früh dort sehr knapp ging. Und am Jahrmarkt war da. Und dann einzigen Tag, dann ging er, dann dachte er, er würde früh mal gehen besiegen, dann würde er ein bisschen gestatten mit Geld, dass er ein bisschen leichter hat. Und dann kommt er unter der und puttert, und du merkst keiner ob. Und dann klappt er weiter an, und du merkst keiner ob. Und schließlich, er fängt Lüder an, zu klappen, und du kommst keiner, aber er hat das Gefühl, dass du in das Haus erst über wer bist. So, ich hab irgendwie, hab ich dort mitgekriegt, in dort gerecht zu werden, dort du musst wieder beben sein in dort Haus. Und er klappt wieder an. Aber du kam keiner rüt, dann schließlich geht er dann weg. Und dann in der Kirche, dieselbe Weg, ein Abend, dann traf das Prediger diese Früh durch. Und dann sagt er zu der Früh, dort ich wie den Tag, wie ich bedient unter der, und ich will die kommen besiegen. Und ich will dich kommen, wird unterstellen. Ich will dich ein Geschenk bringen. Und dann früchte früh, aus der Tür in der Glockentät wird. Dann sagt das Prediger, Jure, wir kriegen dann und dann. Und dann seht ihr früh zu dem Prediger, so wird tüss gewas. Aber so hat geglaubt, dass du wie bloß war der Wirt, der Ehen, der man von dem Haus, und der kein bloß war der Rent kovrieren. Und so hat sich besser getan, dass sie wie euch tüss. Und du bist in der Stelle, du wie was fordern will, will der kommen geben. Und was ich will zu Jesus das sein, vielmal ist das in unserem Leben krank so. Jesus, der kommt nur die, und heu will Gott fordern. Heu fordert Gott von dir. Wann heu von dir fordert? Was die Wort dort ist, was heu fordert von dir? Heu will die dort ekligste, dort schwanzte, dort sündlichste, dort schwinscheste, weil er die Beweis nehmen. Dort wird die in dein Leben all so viel Sorgen und so viel Kummer und Schmerz verursacht haben, dort wird die letztendlich dort in der Hall bringen wird, dort will er die wahrnehmen und aufnehmen. Und du fair, weil er dir das Geschenk geben. Und das Geschenk, dort ist heu selbst. Heu will sich die einfach schenken. Dort die Amkos haben, dort die Amkos annehmen. Denk bloß nicht so. Und wird dir, wenn die glauben, dort leben in dieser Welt, in der Sinn, mehr wird es, dort ich nicht reut sein, am Christus Jesus sind hoben, dort sinnliche Leben aufzugeben, am dort zu geben, dort heu dort wahrnehmen und dort verzeihen, dort im deibsten Meer schmieden, wo dort wach ist, wenn du glaubst, dort du den Tisch nicht merken wirst, dort das sinnliche Leben mehr wird es, aus dem Geschenk, was Gott dir anbieten will, dann will ich dir sagen, dann bist du jemand, wer vom Bösen findet, ganz, ganz blind gemerkt ist. Du kannst ewig heftig sein, wo du dich angehst. Du kannst dort nicht sein, der Fiend hat dir die Augen verblendet, dass du dort Schicksal in wo du nennst, gar nicht kannst. Du sitzt dort nicht. Du stehst vor einem Aufgrund, wo du hinkommen kannst, wo du in Hallen kommen kannst, aber wir sind dort nicht. Du wirst mich auch die Mutter sprechen, dass keinmal diese abscheißelige Entscheidung treffen, dass du nicht wirst das Geschenk annehmen. Und wenn du das Geschenk annehmen wirst, weil die Jesus Christus, er bittet dich dort an, über zu selben Zeit, weil er auch die Schuld aufnimmt. Weil wenn ein Mensch nie das Leben kriegt, dort passiert durch eine Bekehrung in wahre Geburt.
die Bekehrung, ich will nicht sagen, viele Menschen sagen, das ist ein und dasselbe. Die anderen sagen, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich komme gut mit klar, wenn das zwei verschiedene Dinge sind. Weil die bei der Bekehrung, du ich mein sündliches Leben dem Herrn übergeben. Und er nimmt mir dort wahr. Und er verzeiht mir dort. Aber bei der wahren Geburt, du nimmst wie das Geschenk Gottes in uns persönlich an. Und dann passiert die wahre Geburt durch den Geist. Der Heilige Geist wirkt die wahre Geburt in uns. So, Jesus kommt nur die mit einem Geschenk. Weil in das ist ein Geschenk, wenn wir neidisch haben. Jemand sieht mal, wann weiten ans geratste Bedürfnis in dieser Welt wird gewahr sein, dann wird Gott ans Hahn ein Wissenschaftler geschenkt. Oder wenn Technik wird ans geratste Problem gewahr sein, dann wird Gott ans Hahn ein Techniker geschenkt. Und dann sagt er wieder, wenn Geld ans geratste Problem wird gewahr sein, dann wird Gott ans Hahn Ökonomie gegeben. Geld gegeben. Jemand, wer uns mit Geld verhalten soll. Wenn eine Erholung ans geratzte Problem wird gewahr sein, dann würde er uns haben ein Unterhaltungskünstler geschickt, mit wem wir uns erholen können. Aber, er sagt, ans geratzte Problem in dieser Welt wir, dort uns fehlt ein Radar. Wir haben eine Schuld, die wir nicht betonen können. Wir werden in unseren Drag versunken. Nicht du wehens, willst wir so sehr gesündigt haben, sondern willst wir in Sünden geboren sind. Beraub dich nicht, lieber Freund. Du keinmal, die du mit berauben, du hast dort nicht so ohrgemerkt als Jana. Fährten es dort krank ein Problem, was uns du von aufholen wird, dort wie Jesus nicht annehmen dürfen, persönlich aus uns heilen. Wenn es wir glauben, dass wir sind feine Menschen. Er kann dort lang nicht so sein übertrieben. Er kann auch immer proben, ein feiner Mensch zu sein. Weil du hast dort über doch tausend übertrieben. Die Schrift sagt dort, wir sind alle zu kurz gekommen in dem, was wir sein sollen für Gott. Das sagt Römer 3, 23. Wir sind alle ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. In der Schrift sagt im Psalm, ab einer steht, dort wir sind in Sünden geboren in dieser Welt. Den falsch kann die Ola. Dort unsere Mames, die hat uns in Sünden empfangen. Du wehnst, dort Adam und Eva gesündigt worden, es der Tod durch alle Menschen durchgedrungen, sagt im Römerbrief. Wir sind alle zu Gott gekommen. Und willst Gott dort wissen, wie Menschen haben nicht Neugier auf diese Welt aus ein Radar, weil es uns fehlt die Vergebung. Wir haben nicht Vergebung, anders als dort Gott durch seinen Sehen auf diese Erde kommt in der Schuld betonen wird. So dann schickt er uns einen Radar. Also er schickt uns dort Geschenk, was wir am neidigsten haben. Keiner von uns kann sich selbst raten. Keine Eltern kann ihre Kinder raten. Kein Prediger, kein Diakon, kein Missionar ist im Stand, ein Mensch, auch um eine einzelne Sünde zu vergeben. Wenn ein Mensch so tät und so aufspielt, dort heugläuft, dort heug kann wem eine Sünde vergeben, dort ist ein Gotteslaster. Will Sünden vergeben, kann bloß Jesus Christus. Will bloß heuhaft die Schuld von unseren Sünden um Kriegs betont. Kein anderer, du bist kein Bruder, der den anderen erlösen kann. Du hast unter dem Himmel, ab dieser Erde, kein anderer Nomen gegeben worden, wo wir können seilig werden, wo wir können Vergebung kriegen, aus Jesus Christus. So heu allein kann uns vergeben. Keiner kann sich selbst raten. Uns Tauschstand ohne Jesus ist hoffnungslos. Du darfst keine Hoffnung. Wenn wir uns nicht können, ab dem Herrn Jesus verloren, dann wie wir die
ärmste Kreatur auf dieser Erde. So, aber in Jesus habe ich Hoffnung. In Jesaja Brief, den 53. Kapitel, Verse 6, du sagst dort, wir gingen alle in der Erde wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wenn Gott nicht Erbarmen in Mitleid wird Jehotan mit uns, dann wie wir alle Kandidatus für die Hall. Alle. Wir würden rein alle in der Hall gekommen sein. Und du würdest wie für alle Ewigkeit haben muss leiden. Aber Gott jammert dort über den Menschen. Weil ihr, das ist ein Geschenk, was amok was kosten soll. Wenn wir ein Geschenk kriegen, und wir sagen dort, dort ist von der beste Qualität. Für das Geschenk hat der Jan ja wahrscheinlich ein doll Geld gegeben. Dann ist uns dort viel wert, nicht so? Dann wundern wir manchmal, na, aber hier, wo hat du dort neidig? Für mich so ein dir das Geschenk zu können. Weil das Geschenk, was Gott uns geben soll, das hat nicht mit viel Geld zu tun. Das hat nicht mit selber in Gold zu tun. Wir haben in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, du sagst dort, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also dort erstmal, was wir erlösen. Das handelt sich nicht um viel Geld. Weil die ganze Welt hat nicht so viel Geld, wenn wir all das Geld würden taub rufen können und muss proben, eine einzelne Säule zu betonen. Dort die würde im Himmel nennen können, dort regt nicht aus. So, wie werden erlöst, wie werden losgekauft durch das Blut von Jesus. Also, das Geschenk, was Gott uns geben wird, das kostet am viel. Was kostet am dort? Das kostet am sein aller gelösten Sehen. Die Sehen, also Jesus, heute wir wählen die Wohnung beim Vater im Himmel. Kein Mensch von uns hat gesehen. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Also, wie kann uns das feststellen, Wort von Ut, der Herr Jesus, reut wir zu verloren, in ab diese Kämmerfalle Eden abzukommen. Wo die Menschen sehr nüscht aus bis am Hossen deiden, wo die Menschen so lieden deiden, wo die Menschen so voll Troubles werden. Also, hei wir reut die Wohnung beim Vater zu verloren. Den Platz, wie Jesus reut zu verloren, um uns zu raten. Die Schrift sagt, dass er sich sehr erniedrigt hat. Das finden wir in Philipperbrief, der 2. Kapitel, Verse 5 und wieder. Ich werde es mal lesen. Du sagst, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, gottgleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Also hier sagt der Schrift, dass der Herr Jesus sich so sehr erniedrigt hat. Und er hat sich so sehr erniedrigt, dass er wollen wir, ohne dass er durch ein bisschen mehr zu tun hat, mit der Schuld, für die Schuld zu sterben. Und ich konnte von dir allmählich an sein. Ich würde allmählich an sein können, wenn sie ein Mensch mal würden so sagen, dass Dautmordern, als was sie dem Herrn Jesus deuten. Nun stell dir die dort mal vor. Die in der Leo stell. Hei hat er nichts mehr zu tun. Und was ihr zu der Zeit ein Mensch anbringt, dort jenkt nicht einen Weg auszuwählen, wo dort noch schwieriger wird, wo mit noch mehr Leiden verbunden wird, als um Christ zu sterben. Wenn ein Mensch lebendig um Kriegs angenähert wird und heidus ist dort Sache gestorben muss. Die römische Regierung, die hat dann aus einer äußersten Strafe, was ein Mensch sich jemals verdienen kann. Ein römischer Bürger darf nicht den Kreuzestod sterben. Dort mussten bloß die Ausländer in die Schwurverbrecher. Die mussten, wenn sie sich schwer genug verschuldigt und versündigt haben, dann ward an und Kriegs nun genäht. Und was ihr in diesem Weg von am Anbringen wählt die Welt. Was ihr, ich kann mir das gar nicht feststellen und du auch nicht. Wir können uns die Lieden nicht feststellen, was Gott für die und für mich geleden hat. Aber heute, dass du wählst, willst du uns so live haben. Und das wird das Geschenk. Das kostet am Böter gewöhnlich sehr viel. Und stell dir mal vor, Gott allmächtig, er hat die Macht, den Menschen in ein Augenblick alle anzubringen. Aber er sagt dort Tau, er sagt dort Kragtau, jeder Bakenstreck, jeder Mal, wenn sie einmal in Ruhe schlagen werden, jeder Mal, wenn sie einmal im Gesicht spielen werden, jeder Mal, wenn sie den Pitch ab seinen Regen abschlagen werden, dort sagt Gott alle Tau. Ich meine, wenn wir uns mal proben, mal in die Leute stellen, wenn ein Vater oder eine Mutter dort mal muss tau sein, wo gottlose Menschen ihr Kind vor ihre Augen anbringen würden. Dort können wir uns nicht feststellen. Weil ihr in Gott in seine Geduld, in seine Liebe, in seine Barmherzigkeit Leute dort tau. Woran? Willst du dort kein anderer Weg dem Menschen vom Verdorben zu raten. Du weinst, hat Gott in seine Geduld alle anchecken muss. Und sogar sagt die Schrift, dass der Herr Jesus die letzte drei Stunden, als er um Kreuz hängt, dann die ganze Land, einige Übersetzungen sagen, die ganze Erde wird düster. Gott hat deine Sinn durch bestrafen. Und weil Gott gerecht ist und heilig ist, und nicht mit einem einzelnen Sinn kann irgendwo eine Gemeinschaft haben, du wirst dran Gott sich vor drei Stunden, sagt die Bibel, war dort ganz düster ab dem ganzen Land. Und er tran sich von seinem Sehen. Und er hängt dort von Menschen in Gott verloren. Eine geratzte Schmerzen, wo ein Mensch sich feststellen kann, wo ein Mensch jemals beleben kann. So teilt er du Lieden. Und was ihr wollt, in dit kommt alles unter den Priest, wird häufig dit Geschenk reut wird, zu tun, um dort er den Menschen dort anbeiden kann. Na, will ich sagen, dit Geschenk, dort ist für allem. Dort ist eine bitte gewöhnlich gute Notreich. Vierten ist es so, wenn du irgendwas ausgedeilt wird, große Dinge, vielleicht Geldsachen, oder was mit Geld betont sind, oh, das ist dann bloß für die ganz reichsten Menschen. Oder wenn das betont wird, dann würden arme Menschen sich dort auch alle Wellen leisten lassen. Die würden auch gieren gleich in das Unternehmen. Aber nur das kann bloß werden, der würde das meiste Geld haben, nicht so? Aber in diesem Fall ist das einfach anders. Das Geschenk ist für alle Menschen. Du kannst nicht so arm sein. Das hat nichts mit arm oder reich zu tun. Der ganz armste Mensch,
Der Konsekt, das geradste Geschenk, wo das jemals in die Geschichte gegeben wird, das kann er sich leisten. Die Frau ist, ob du das all hast. Oder ob du das überhaupt all angesehen hast, dass du kriegst für die Reut ist, ob du das annehmen willst. Die Bibel sagt in Lukas 14, wo Jesus seine Diener rutschen wird, am Entenloden, für das Mohl, was er heute gemerkt hat, du sagst, sie sollen alle Menschen einladen. In Lukas Kapitel 14, von 15 und wieder. Du jettet an die königlich, an das königliche Hochzeitsmahl, jettet du. Und dann sagt er, sie sollen die Menschen gehen einladen, willst du das alle rein? Und dann fangen die sich unter entschuldigen. Einer sagt, mir postet wegen dit nicht, den anderen postet wegen jant nicht. Und dann kommt die Diener dann drei und sagt, hey, weißt du was, die Menschen haben alle richtig. Die achten dort gut. Die glauben gut, dass das was wird erst. Das ist ihre Stab viel wichtiger. Das ist ihre Gerätschaft viel wichtiger. Das ist ihre Früh viel wichtiger. So sollten sie sich entschuldigen. Und dann sagt der Herr, gut schwimmen und sagt den Menschen ab Gossen in eine Stadt, in vier die Arme, die Krepels, die Lome und die Blängene. Also alle Menschen sind angelot. Auch du bist angelot. Das ist auch für arme Menschen. In Jesaja 55, du redet auch von, dass wir sollen kommen, umsonst. Das alle umsonst zu haben. Jesaja 55, von eint und wieder. Du sagst das wohl an. Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Beides, Wein und Milch. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist, und eure Arbeitslohn für das, wovon ihr nicht satt werden könnt? Hört mir doch zu und esst das Gute, dann wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Also all je, wo ihr kein Geld habt, also hier geht es nicht an Betue. Und wenn ich sage, das ist umsonst, dann brück wie du nicht zu tauden. Das Geschenk, das ist vollständig. Das ist vollkommen. Wir brücken nicht noch unsere 5 Cent zu tauden. Fährten ist es so wie Menschen, oh, wie sei, ich mach noch was zu tauden. Zu der Radung in Jesus kann kein Mensch was zu tauden. Wenn du glaubst, dass du der Radung noch wo Tauge tun musst, dann sagst du damit, dass Jesus dort nicht vollbracht hat. Und heute üdre um den letzten Satz, wo er üdre um dein Kreuz, dann seht ihr, es ist vollbracht. Dort Erlösungswerk ist nur vor dich. Die Brücken gar nicht mehr, wo du tauden. Dann werden die Menschen beter werden. Dann wollen die Menschen sich ihr Stitt aufwahren, dann wollen die sich ihr Stand aufwahren, dann wollen die dit ihr so und so lang nicht mehr getun haben. Dann wollen die vielleicht du ihr Wort in Ordnung bringen, dort ihr Wort in Ordnung bringen, euer Sohn Jesus kommt. Das kostet die aller Luther, aber das erste macht wie nur Jesus kommt. Und wenn wir im Glauben nur Jesus kommen, mit unserer Schuld, dann esse reut uns den nicht 80 oder 90 oder 95 oder 99% zu vergeben. Dann verjagt uns die alle Schuld. Und wenn du dann Dinge zu regeln hast, wo eine zwischenmenschliche Beziehung angehört, das kostet die aller Luther dann. Aber denk bloß nicht, dass du machst, ich muss mit dem Mensch freischaffen, mit dem Mensch freischaffen, hier eine Schuld betonen, dort eine Schuld betonen, euer ich kann nur Jesus kommen. Das Geschenk ist für allem, wenn es dort ist, vollständig. Da brückt einer auch nicht nach, wo du tötest. Mit dir zu diesem Geschenk freuen sich sehr viele Menschen nicht. Überhaupt nicht. Aus Herodes dort ein Wort, dass das Geschenk ab ihr abgekommen wird, dann sagt die Schrift, dann erschrak er mit ganz Jerusalem. Und dann gaben sie ein Gebot rüt, dass
all the young kids were 2 Jahre in der Unge werden, die sollen alle angebracht werden. Sie wollen sure merken, dass sie das Geschenk würden üben wachschaffen. Und so jaftet von dir immer noch Menschen. So ist für die Juden, wie der Herr Jesus ein Eiernis. Dort sagt in der Schrift, sei ja klar, so ist dort. Dort sagt in Matthäus 13, Vers 57, und sie ärgerten sich über ihn. Und sie, die Menschen, äugeren sich über ihn. Dort sagt in 1. Petrus Kapitel 2, dort sagt er, dort Jesus ein Stein des Anstoßes wird und ein Fels des Ärgernisses. Also Menschen, die staden sich und den Stein. Und wie dem du im Stich, sie wollen du nicht. 1. Korinther 1, Vers 23, du sagst, wir aber predigen Christus als Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Also die Juden, die glauben immer, sie werden Gott genug aus sich selbst. Sie werden jedoch Abraham seine Nachkommenschaft, wir sind von der Heilige, wir sind von der Feine, so ist wie Mennoniten fern. Wir sind aus Mennonit geboren und dann sind wir auch aus Christ geboren, nicht so? Das ist eine Lehre, das stimmt nicht. Die Schrift sagt, dass wir sind alle in Sünden geboren. Wir brauchen alle eine Vergebung. Wir brauchen alle diese Versöhnung in Jesus, wenn wir wollen mit ihm in der Ewigkeit leben. Also das ganze Volk damals, die Juden, die Obersten und alles, die schrien alle und sehen sie, wie will nicht, dass dieser Herr über uns ist. Und schließlich sehen sie, nur das Kreuz mit denen. Wie wollen diesem hier nicht in unserem Meer? Wie wollen Leute dort Barabbas, also Barabbas ist wie ein Mörder. Er hat ein Mord begonnen. Aber wie mochten Leute dort Barabbas in unserem Meer leben, als dort Jesus in unserem Meer lebt. So werden die Menschen angestellt. So sei er, deuten sie dort Geschenk verachten. Also das fand ich auch noch so. Wenn der Nomen Jesus irgendwo verkommt, dann ist der Befehle, viele Heimer nicht sei gewünscht. Weil du, das muss hier in dieser Gegend nicht so sein. Aber ich weiß, dass von du, wo ich komme, dass ja viele Heimer, wenn die Kinder oder das die Jugendlichen würden mit immer von Jesus reden, dann würden die Eltern mit großem Verwundernis hören, von was redet ihr? Mit wem habt ihr geredet? Was habt ihr für eine Lehre zu holen gekriegt? Also der Nomen Jesus ist von dir noch bei vielen Menschen nicht willkommen. Ist er bei dir auch willkommen? Ist das Geschenk, wird heuhaft angeboten, ist dort bei dir all angenommen worden. Jesus sieht in Matthäus 11, Vers 6, aus Johannes seine Jünger nur Jesus geschickt hat, zum Frauen, bist du da, nur wem wir lüren, oder sei wir noch nur einen anderen lüren. Und dann vertellt Jesus Johannes seine Jünger, von was er soll gehen sein. Und dann zum Schluss sagt Jesus, dass er soll sein und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Wer sich nicht an mir ärgert. Und jetzt hast du aber auch so eine Menschen, wohnen sich du zu freuen. Du ja von der sei dankbare Menschen. Gott sei Dank dafür. Der hat das Geschenk im Glauben für sich persönlich angenommen. Sie sind so glücklich, sie sind so dankbar, dass der Herr diese Mitleiden, diese Erbarmen, diese Gnade, diese Leib mit ihnen gehört hat, dass sie dort wird gewesen, dem Herrn kennenzulernen in dieser Zeit. Bist du so eine wundern sich du freut. Du werden damals auch viele Menschen, sie freuen sich, wenn sie sich mit Jesus trafen denken. Aber das geht nicht viel. Weil in das Geschenk, dort ist ein Geschenk, dort wird angenommen. Ein Geschenk, was meistens
nicht wem abgebaut, wo sei das hier, abgedrängt, wem das gegeben und das er gewollt hat. Das Geschenk, was Gott für uns Menschen reut hat, dort ist ein freiwilliges Geschenk, was wir uns entscheiden machen, dort unternehmen. Ein Geschenk, das wird handgeregt, und dann wird ich dort annehmen. Dort ist das die wahre Geburt passiert. Wie machen dort im Glauben für uns persönlich annehmen? Das kriegt es von wie einem Doktor vor. Und der verschrift uns für uns Problem, was wir haben, ein Medikament. Dann sagt er, du musst das annehmen, um dort die dort halten soll. Und dann nehme ich dort mit, aber ich nehme dort nicht an. Was wird die dort halten? Dort kann sein, du hast von dit Geschenk Offerten gehört. Vielleicht auf eine andere Weise. Aber dit Geschenk, dort ist Jesus Christus selbst. Hei bittet sich an für uns, dass wir am annehmen können. Hei will uns Leben sein. Hei will in dein Leben nennt stehen. Weil es in dem Moment, wo der Herr Jesus in dein Leben nennt stehen wird, dass du am was willkommen heiten, dann wird dein Leben mit einem Sinn gefällt worden. Aber so wie es uns Leben kein Sinn. Wir wollen nicht überhaupt, für was wir auf dieser Erde sind, für was wir leben. Also das Geschenk, das wird angenommen. Dort wird nicht wem abgedrängt. In Kolosser Kapitel 2, Vers 6, du sagst, dass, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus. Also das wird angenommen. Das kommt hierher. So aus je dem Herrn Christus Jesus angenommen haben, so wandelt in ihm. 1. Korinther 15, Vers 1 sagt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt. Also das Wort angenommen. Dort möchte ich die Frau und dem Schluss. Hast du klar, bist du dir sicher und überzeugt, dass du das Geschenk für dich persönlich angenommen hast? Oder hast du das nochmal bis einmal angekickt? Und gewundert? Und geregnet? Und gegrabelt? Was? Sollt dort oder sollt dort nicht? Sein Reuer, all dort andere, wird mir so viel Last und Vergnügen geben, dir auf dieser Welt. Sein Reuer für das Geschenk, den tust du mir. Solange du wirst wieder in der Welt leben, so du was hier gelebt hast, halt dir das Geschenk nicht. Wenn du kostet euch annehmen mit so einer Einstellung in sein, ich will noch wieder krank zu leben, als wo ich gelebt habe. In Johannes Kapitel 1, Vers 12, du sagst dort, wie viele ihn aber aufgenommen haben, denen gab er Macht, oder dort verreicht, sag ich eine andere Übersetzung, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Ich will die einladen von dir, diese Entscheidung zu treffen. Das Geschenk, was Gott für dich reich gemerkt hat, unternehmen. Dann wirst du von der an ein Leben haben. Heute wird alles nie mehr. Heute wird die, wo verbrückt, wo entweh, wo sündlich, wo verbrechen, immer du bist. Aber heute wird uit die eine neue Kreatur mehr. Dort alle, wird wie verheer werden, dort wird alle verschwingen. Willst du, was der Herr sich mitweiten? Wenn du das reut bist, an dort im Glauben zu überreden, dein ganzes Leben mit all deiner Vergangenheit, Sünden und Wohne wie uns erinnern, auch Sünden und Wohne wie uns auch gar nicht mehr erinnern können. Den nimmt er uns aller Weich, in der er im tiefsten Meer nennt, und du wirst er dir begruben und dann sind er vergift.
Und dann tja wie dort Leben in Jesus annehmen für uns persönlich. Und dann passiert die wahre Geburt und wirkt Gott durch den Heiligen Geist die wahre Geburt in uns. Und dann entsteht nie das Leben. Und von dem Moment an sind wir seine Kinder geworden. Dazu muss ich dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben noch Stunden zum Beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass die Sonne läuft an uns Menschen hat. Und immer noch hast, dass du ihnen sehen, ob du sie ihr geschenkt hast, um für unsere Sündenschuld zu leiden und zu sterben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dort verreicht haben, dort Evangelium wieder zu sein, den Menschen diese heilbringende Botschaft unterbeiden, dass sie möchten auch diese Entscheidung treffen. Herr, gib die Kraft dazu, gib die Sicht, dass sie würden diese wichtige Entscheidung treffen, dass sie dort geschenkt würden, für sich persönlich, jeder eine persönlich für sich im Glauben annehmen. Amen.